Weltweit 3,5% mehr verkaufte Flaschen als im Vorjahr bedeuten, der deutsche Kräuterlikör baut seine Marktführung weiter aus. Wie machen die das? Unser Moderator Tommy Scheel wird's rauskriegen. Bei der Produktion des Likörs und dort, wo die Marketingstrategien die großen Hirsche auffahren. Mal ehrlich, Kräuterliköre gibt es viele. Die Konkurrenz kommt unter anderem aus Italien und Spanien. Averna, Ramazzotti, Fernet Branca. Und doch ist der Deutsche der Platzhirsch. Erste Station für Tommy Scheel, um herauszufinden, was dahinter steckt. Er ist beim Aufbau eines großen Musikfestivals dabei. Hier klotzt der Marktführer mit einem dreistöckigen Hirsch als Party-Location. Ganz schöner Aufwand. Und klar, eine Marketingmaßnahme. Die Leute sollen eine tolle Zeit haben und die dann mit dem Drink positiv verbinden. Damit das klappt, hat Sicherheit oberste Priorität. Bauleiter Alexander Hamm erklärt, worauf es ankommt. Und unten sehe ich Stahlträger, die habt ihr drunter gesetzt oder was? Genau, das ist eigentlich das Fundament von dem ganzen Hirsch. Okay. Und der ist eigentlich Grundlage der gesamten Statik. Also ohne Fundament geht gar nichts. Auch bei Jägermeister gab es natürlich mal sowas wie ein Fundament, ein Ursprung. Und der ist schon 100 Jahre her. Vom heutigen Marktführer damals noch ganz weit entfernt. Seit der Übernahme der Essigfabrik von seinem Vater 1917 brütet Kurt Mast heimlich an der Rezeptur seines Kräuterlikörs. 1934 steht erst die Rezeptur fest. Ein Jahr später kommt er auf den Markt. Seitdem hat sich die Rezeptur nicht verändert und ist auch immer noch ein streng gehütetes Geheimnis. Heute wird der Likör in 129 Länder exportiert. Somit hält er sich schon seit ca. 80 Jahren auf dem Markt. Ein langer Weg vom verstaubten Hinterzimmer auf die Musikfestivals von heute und damit zum 65 Tonnen schweren Platzhirsch. 10 Männer haben nur 3 Tage Zeit für den Aufbau und das auf ca. 7 Festivals im Jahr. Ein Wahnsinnsaufwand. Da vorne ist die Hauptbühne, also besser geht's nicht. Und das ist das gesamte Festivalgelände. Tommy will wissen, was das alles kostet. Aber Jägermeister üblich macht der Event- und Kommunikationsleiter Kai Dexling da schnell dicht. Nehmen wir noch mal den Platzhirsch hier. Was, ich sag's mal ganz offen, was investiert ihr in dieses Projekt? Also wir reden zwar sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne, aber über Zahlen reden wir jetzt nicht. Okay. Aber ich kann nur so viel dazu sagen. Wir sind eine Lifestyle-Marke und ich glaube, für Jägermeister ist es extrem wichtig, bei genau solchen Anlässen präsent zu sein. Aber macht man bei so einem Projekt Gewinn oder ist das wirklich eine reine Marketingstrategie, die sich an anderer Stelle wieder auszahlt? Das ist Marketing, also das ist kein Verkaufstool, definitiv nicht. Verraten, wie viel Ihnen das hier wert ist, tun Sie nicht. Experten schätzen, dass nur dieses Projekt mitsamt Planung mindestens eine 500.000 Euro kostet. Und das nicht einmal um Kräuterlikör zu verkaufen, sondern nur um gesehen zu werden. Das wirkt fast so, als hätte der Marktführer die Aufmerksamkeit bitter nötig. Doch ursprünglich war der Magenbitter ein Altherrengetränk. Wie schafft man so eine 180-Grad-Wendung? Heute ist es überhaupt nicht mehr wegzudenken aus der Party-Location, der Jägermeister. Also eine wahnsinnige Trendwende. Wie habt ihr das geschafft? Also diese ganze Markenverjüngung war eigentlich so um die Jahrtausendwende. Und da sind wir ganz bewusst auch den Schritt gegangen, um jünger zu werden, um die junge Zielgruppe auch anzusprechen. Aber ich glaube, wie gesagt, das Wichtige bei uns ist wirklich daran, dass wir hier sowas wie den Platzhirsch machen auf Festivals, womit wir ganz gezielt junge Leute ansprechen, aber wir auch keinem Alten wehtun und die nicht vergraulen, weil die sind auch wichtig. Und so ging's. 2000 stürmen knapp bekleidete Girls in die Clubs und bringen den Kräuterlikör an die potenziellen neuen Kunden, ganz nach dem Motto Sex sells. 2002 weiten sich die Marketingmaßnahmen aus und die Hirsche Rudi und Ralf feiern in der TV-Werbung wilde Partys. Bei solchen Aktionen kann man auf die Idee kommen, dass der Erfolg gar nichts mit dem Produkt selbst zu tun hat.
Auch hier wollen sie wieder ganz hoch hinaus mit dem Riesenhirsch. Laut Aussage des Marktführers gibt es nichts Vergleichbares. Was für uns wichtig ist, dass wir im Marketing Vorreiter sein wollen. Das heißt, dass wir probieren, Jahr für Jahr, Tag für Tag Innovation auf den Markt zu bringen, was sicherlich auch ein, neben der Qualität, ein zentraler Faktor für den Erfolg mittlerweile ist. Umtriebig und ausgefuchst war der Hersteller schon immer. 1973 umgeht der Kräuterlikörproduzent das Werbeverbot auf Fußballtrikots in der Bundesliga. Eintracht Braunschweig übernimmt das Logo des Likörs als Vereinswappen und darf es damit offiziell tragen. Umsatzsteigerung 30%. Damit ebnet der Hersteller den Weg für seinen Imagewandel. Doch wie wichtig ist dann noch die Qualität des Produktes? Wollen wir es mal gegenüberstellen, Produkt und Marketing? Heute, 21. Jahrhundert, 2017, was ist wichtiger? Ich glaube, es lässt sich nicht voneinander trennen, wie schon gesagt. Weil zum einen, man kann das beste Produkt haben, wenn man es nicht vermarktet, wird es schwer, eine gewisse kritische Größe zu erreichen. Und andersrum genauso, man kann sicherlich einen tollen PR-Stunt machen, wenn die Qualität im Produkt aber nicht stimmt, ist das halt auch so eine Eintagsfliege. Naja, bis jetzt sieht für Tommy alles nach einer überdimensionalen Marketingmaschinerie aus. Aber ist das jetzt der Grund für die Berühmtheit? Oder liegt es vielleicht doch am Geschmack? Und um das herauszufinden, sind wir hier in der Hauptproduktionsstätte in Wolfenbüttel in Niedersachsen. Hier trifft Tommy den Destillateurmeister Heinz Detlef Fritz. Er ist verantwortlich für die Zutaten, Rezeptur und Herstellung des Kräuterlikörs. Liegt hier der Schlüssel zum Erfolg des Marktführers? Ich habe mich ja informiert, ne? Das sind unmöglich alle Kräuter, die im Jägermeister drin sind. Haben Sie sich richtig informiert, ja. Wie viele sind das hier? Das sind 25. Und Sie haben 56? 56 sind enthalten, richtig. 31 geheime Kräuter. 56 insgesamt, das ist eine Ansage. Ramazzotti enthält beispielsweise nur 33 Kräuter. Averna angeblich mindestens 40. Doch genaue Angaben über den Inhalt machen alle nicht. Fakt ist, der Marktführer packt ein paar mehr ein. Wer kennt alles das Rezept? Wir, die hier vor Ort arbeiten, sind mehr oder weniger drei Leute, die mit der Rezeptur befasst sind, die also auch die Geheimkräuter in die Mischung mit einbringen und daher natürlich dann auch die Gesamtrezeptur kennen. Wie fühlt sich das an, wenn man einer von dreien ist, der, ich meine Gott, wir reden hier von Jägermeister, einer ja, von dreien? Also, es ist ein gutes Gefühl sicherlich, aber ich werde sicherlich nicht erschossen werden, wenn ich in Rente gehe oder so, dass ich da also Schwierigkeiten kriege. Gut für ihn. Tommy hakt nochmal bei den Kräutern nach. Auf was kommt es an und worauf achtet man hier besonders, zum Beispiel beim Sternanis? Hat man hier eine Ware, die in Ordnung ist. Sie sehen ja auch sehr schön nochmal die Samen hier in dem Stern enthalten. Das ist also eine sehr schöne, gute Ware. Sehr gute Ware. Haben die Kräuter aus dem Labor eine Freigabe bekommen, landen sie in diesem Lager. Der Zutritt ist hier verboten. Tommy darf nur einen kurzen Blick riskieren. Für die Verarbeitung werden die Kräuter in 4 Kräutermischungen eingeteilt und streng nach Rezept gewogen. Über ein Laufband gelangen sie dann ins Mahlwerk, anschließend in verschiedene Mazerationsgefäße. So, hier findet jetzt die Mazeration statt, ne? Genau. Heißt was konkret? Ja, das ist also das Herzstück der Grundstoffherstellung. Da passiert Folgendes: Die Kräuter werden mit Alkohol belegt. Und über den Alkohol werden die Inhaltsstoffe aus diesen botanischen Rohstoffen sozusagen ausgezogen. Quasi wie beim Tee aufgießen, nur dass statt heißem Wasser hier Alkohol verwendet wird. Die Kräuterpakete geben dann 42 Tage lang ihre Inhaltsstoffe an diesen ab. Aber warum werden die Kräuter hier vorher aufgeteilt? Ist das vielleicht genau der Casus Knaxus, das, was Jägermeister so besonders macht, dass sie das vorher trennen? Nein, also ich denke, das ist überbewertet. Man weiß, dass
zum Beispiel ätherische Öle sich mit einem hochprozentigen Alkohol besser ausziehen lassen als Bitterstoffe. Darum nimmt man bei Bitterstoffen einen niedrigprozentigeren Alkohol, 40-50%, bei ätherischen Ölen 70-80%. Und das ist eigentlich so der Hintergrund, warum wir so verfahren, diese verschiedenen Mazerate anzusetzen, weil die Ausbeute der Inkredenzien ergiebiger ist. Okay. Das ist der Grund, das weiß, müsste also jeder auch wissen, das Fachwissen. Das weiß man und pragmatisch. Okay, pragmatisch, von daher kein Zauber. Das macht den Likör laut Heinz-Detlef Fritz qualitativ nicht besser. Gibt es in der Fasslagerung etwas, was ihn von anderen abhebt? Und hier drin ist jetzt die Essenz des Ganzen. Ja? Genau, hier drin lagert jetzt der aus vier Mazeraten zusammengesetzte Grundstoff, den wir ja oben erzeugt haben, in dem Bereich der Mazeration. Wird hier 7 bis 9 Monate harmonisiert und bildet dann die Grundlage für das spätere Produkt Jägermeister. Die vier verschiedenen Alkoholmischungen landen also zusammen in einem Eichenfass. Die Poren im Holz lassen Sauerstoff hinein, der dafür sorgt, dass sie sich leichter miteinander verbinden und der Grundstoff reifen kann. Nach der Reifung wird der Grundstoff dann weiterverarbeitet. Und weiterverarbeitet heißt dann, da kommt dann Wasser, Alkohol, Zucker. Richtig, Zuckerlösung und Karamell. Und Karamell. Dazu. Und diese 5 Komponenten bilden dann in der richtigen Mischung und nach der Rezeptur Jägermeister. Kein Geheimnis. Auch die Konkurrenz nutzt nach ihren Angaben diese Zutaten zur Vollendung ihres Likörs und lagert diese ebenfalls im Eichenfass. Tommy sieht zwar, dass hier viel Wert auf Qualität gelegt wird, aber ob einen das zum Marktführer macht? Wir sind skeptisch. Zurück auf dem Festival testen wir jetzt den entscheidenden Punkt, den Geschmack. Denn darauf sollte es beim Kauf des Likörs ja eigentlich ankommen. Tommy hat 3 verschiedene Kräuterliköre vorbereitet. Äußerlich sind Averna, Ramazzotti und Jägermeister nicht voneinander zu unterscheiden. Aber schmeckt der Marktführer tatsächlich besser als andere oder ist er überhaupt nicht zu erkennen? Was haben wir? Du nimmst Nummer 3? Ja. Da würde ich mich sogar anschließen. Der geht auf jeden Fall richtig gut runter. Welcher ist Marktführer? Der jetzt mich ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das war der in der Mitte. Dämpfer für die Nummer 1. Und hier? Der zweite. Der erste war, du sagst, der erste war besser, du sagst, der zweite war besser. Wieder eine Niederlage. Kann der deutsche Kräuterlikör jetzt bei den Jungs aufholen? So, erstmal, welches war der beste von denen? Der erste war der beste. Weil der war, da haben sich die Haare nicht gestellt. Der erste war der beste. Okay, jetzt kommt die entscheidende Frage. Welches von den dreien war eurer Meinung nach Jägermeister? Ich denke mal, der erste. Warum? Weil er so gut geschmeckt hat. Das wurde auch Zeit. Punkt für den Marktführer. 3 Kräuterliköre sind zur Auswahl. Mit welchem fangen wir an? Auch sie probieren alle 3. Welcher schmeckt am besten und erkennen Sie den Marktführer? Also der erste war der beste, sagt ihr? Ja, okay. Auf jeden Fall, definitiv. Was war das? Das wird noch nicht verraten. Ich habe vorher noch eine andere Frage an euch. Ich möchte gerne wissen, was ihr glaubt, in welchem von diesen 3 Jägermeister drin war. Der letzte. Im letzten war Jägermeister drin? Ja, warum? Ich auch. Weil der so stark war. Genau. Ich kläre auf, Mädels. Ja. Nummer 3 war Jägermeister. Die Stichprobe zeigt, geschmacklich gibt es Unterschiede. Welcher besser schmeckt, da scheiden sich die Geister. Was auffällt, mehr als die Hälfte der Leute schmeckt die Nummer 1 heraus, wenn auch nicht immer positiv. Und rein damit. Tommy gibt aber noch nicht auf. Zurück zum Riesenhirsch und der Marketingstrategie. Tommy will wissen, klappt das Vorhaben, die junge Generation mit dem Hirsch zu begeistern und sich damit die Kunden von morgen zu sichern? Warum? Wie gefällt euch das hier mit dem Hirsch? Geil hier! Warum? Geile Lokale, Musik, angenehm, kühl und es gibt keinen Jägermeister, was will man mehr? Scheinbar zieht er die Gäste wirklich an. Ob die langfristig bleiben, wird sich zeigen.
Tommy hat den aufwendigen Aufbau miterlebt und sich die Produktion des Likörs angeschaut. Hier konnte er nichts finden, was die Wettbewerber nicht auch ausmacht. Der deutsche Likör enthält zwar mehr Kräuter, geschmeckt haben aber die anderen zum Teil besser. Und dennoch strömen die Leute in den Platzhirsch.